Nun geht's also los mit der tierneuen New Orleans. Und ich bin sehr gespannt auf Gegnerseite. Schon eine Hindenburg, Tier 10. Ja, das war schnell. Und Tier 10 mit einem Tier 8, da ist jetzt nicht unbedingt mein absolut liebster Fall. Aber es ist so, wie es ist. Was ich schon mal schön finde, dass wir hier unten alles zusammen spawnen und nicht der eine oben bei A und die andere unten bei C, wo wir jetzt sind, weil sonst wird mir hier gerne überlaufen. Also hier ist so ein bisschen sinnvoller. Warte mal, jetzt muss ich gucken, wer da schreibt. Die Iowa. Ne, was ist nicht die Iowa? Die Amagi. Ich muss ja, ich habe auch natürlich wieder, wie es bei einem neuen Patch ist, bisschen was gemacht am Interface, beziehungsweise an den Mods. Und von denen her schauen, ob mir das so gefällt. Aber besonders hier diese. Oh, das ist am Anfang verwirrend, aber das, da komme ich schon rein. Da fuchst man sich schon rein dann. So, ich werde auf jeden Fall nicht die Vorhut machen, ganz klar nicht. Können ruhig die anderen machen. Ja, haben sie schon mal. C ist es noch verdächtig ruhig. Keine Seite hat Zerstörer. Auch spannend. Natürlich New Orleans eben keinerlei Torpedos. Wie eben natürlich schon alle anderen. Also sowohl Cleveland als auch die Pensacola sind ja beide ohne Torpedos unterwegs. So, der hat mich doch vorher schon erkannt. Und kann dann auch gleich mal meine Geschosse kennenlernen. Warum werde ich jetzt beschossen? Natürlich. So, da kam doch schon mal die erste Ladung gut rein. Aber ist da viel an Gegnern gefühlt wieder. Und nochmal ein schöner HE-Hit. Ah, da hat er sich aber gerecht. Nun hier mal ein bisschen abdrehen. Will eigentlich als erster sterben. Sind da jetzt leider nur ein Zieltreffer. Ich habe so das Gefühl, dass die Amagi weiterhin auf mich schießt. Schauen wir mal, ob die so kommen, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt runter, bitte. Ah. Nur so semi. Noch alle, beide Seiten mit allen Leuten am Start. So, die Amagi schießt jetzt auf mich. Aber ist ja klar, wir nerven die jetzt schon langsam brutal. Nicht immer gut, jemand zu schreiben, dass man ihn kennt. Ab und an, wie jetzt in meinem Fall, rächt sich der dann auch und schießt zurück.
Wie fährt er zu mir? Nicht gut genug. Nicht für AP geeignet. So, jetzt muss ich aufpassen. Die Amagi kommt schon wieder. Mit ihren Geschützen auf mich. Deswegen wird hier weggedreht. Ich bin ja hier nicht von Dumbach. Die Atago, die will es aber da wissen. Junge, Junge, Junge. Sehr, immer noch, dass alle Gegner im Spiel sind. Beeindruckend. Schön, wie wir uns hier unten halten, weil sozusagen jetzt kann unsere Seite hier drüben, rückt jetzt auf A rüber und dann hier denen in den Rücken. Da wird es gleich spannend. Oh, da ist die Izumo. Oder beziehungsweise die Izumo hat die Atago weggemacht und das aber mit einem ganz schönen Karacho. Wie gesagt, es ist ein Tier 10er, 9er, 8er Battle. Da muss man jetzt nicht sofort als erster sterben oder reinfahren. Die Hindenburg hat bestimmt ihren Spaß mit dem Matchmaking, ganz klar. Wir sehen maximal Reichweite 10,1 Kilometer, also gar nicht so dramatisch viel. Jetzt würde ich gerne auf die Mogami mal so ein bisschen schießen. Das wäre jetzt so mein liebstes Ziel. Jetzt fahrt die auch schön seitlich, wie man so an der Minimap sieht. Das heißt, wenn sie jetzt kommt und ich nur so ein paar AP-Schellen auf die schießen könnte, würde mich sehr freuen. Muss nur schauen, wie sie fahrt. Ja, jetzt fahrt sie schräger. Schade. Fahr doch geradeaus weiter. Jetzt ist genau richtig. Genauso, Mogami. Genauso. Perfekt. Besser konntest du es in dem Augenblick nicht machen. Our team has taken the lead. So, und jetzt brennt sie wohl weg, genau. Und da ist jetzt aber auch noch sowohl eine Tirpitz als auch noch eine Iowa. Ganz schön viele Bomber hier in der Luft. Wenigstens so ein bisschen Unterstützung da geben. Na, die gehen jetzt natürlich Richtung Midway. Das war fast klar. Und jetzt die Iowa, die ist natürlich auch noch ein ganz schön zäher Brocken da hinten. Ich hoffe mal, dass die sich jetzt so... nee, du bist die andere da drauf wirken können, dauert es noch sehr, sehr lange. Enge Nummer, ganz schön enge Nummer. Jetzt muss ich so fahren, dass die Iowa, dass ich auf die Iowa zwar schießen kann, aber in Anführungszeichen sie nicht so auf mich, beziehungsweise ich dann einfach so ein bisschen wackeln kann.
So, die ersten gingen schon mal daneben, die zweiten auch. Sehr gut, sehr wichtig. Jetzt brauche ich da aber auch Unterstützung. So, und wieder in die andere Richtung hart einschlagen. Ja, das ging doch gerade noch so gut. Und jetzt hier schnell hinter die Insel verdünnisieren. Auch mit der liefere ich mir jetzt so kein Shootout. Da war die gegnerische Midway wohl ein Ticken besser als unsere, leider. Ich hoffe ja mal, dass die beiden hier auf den unterstützend wirken, auf die Iowa. Ich werde jetzt hier auch mal ein bisschen bremsen, bis die Iowa sich anders ausrichtet und sich nicht mehr auf mich konzentriert. Das ist jetzt zumindest der Plan. Fighter ready for takeoff. Ich verstecke mich jetzt einfach ein bisschen ganz fies. Schauen. Also wir haben ja noch 2 Punkte. Das ist unser Glück auf jeden Fall. Das muss ja irgendwo gleich aufgehen. Da ist es schon. So, jetzt kommt die Yamato rum und jetzt gehen wir auf die Iowa drauf mit allem, was geht. Deswegen jetzt Vollgas. Jetzt haben nur die da hinten das Problem, dass der gegnerische Flugzeugträger sich für die interessiert. Auf jeden Fall auch ein Vorteil ist, dass die beiden, die Des Moines und die Yamato, da gerade im Zug zusammenfahren. Oh, ist das ein knappes Gefecht. Schon lange nicht mehr so gefühlt gehabt. Oh, die Midway hat die Des Moines weggemacht. Aber die Iowa, die dürfte aber auch gleich fallen. Jetzt komme ich nicht drauf, das schreibe ich ihn auch und signalisiere ihm das so. Der repariert Gott sei Dank gerade. The enemy is about to win. So, jetzt hat sie mal sehr gut den weggemacht. Jetzt würde ich da gern wegen Anti-Air noch helfen. Aber zumindest diese Welle, da komme ich viel zu spät. Wenigstens C-Cappen wäre wichtig. Der Gegner fährt wohl Richtung A gerade. Und ihr seht, die Tickets laufen gerade ganz gut in unsere Richtung, in Anführungszeichen.
den aufgedeckt durchs Flugzeug. Ist aber nicht weiter wild. So, und wie gedacht, nehmen sie sich jetzt dem A-Punkt an. Oh nee, jetzt hat die Midway echt noch den Punkt gekappt, beziehungsweise die Yamato weggemacht. Aber jetzt hole ich mir erstmal den C-Punkt. Ich würde mal interessieren, wie viel unsere Iowa noch hat. Wie viel HP. Unglaublich knappes Gefecht. Aber die Midway, die macht die ganze Zeit mit ihren Bombern da Radau. Und deswegen muss man eigentlich sich die Midway holen. Jetzt scoutet sie mich. Hilft aber jetzt nichts, sonst habe ich mir mal den Punkt geholt. Jetzt bleibt sie mich oder hält sie mich im offen, dass ich dementsprechend hier ihr nicht davon komme. Aber dabei verliert er natürlich auch das ein oder andere Flugzeug. Jetzt ist aber natürlich das Problem, dass mein Team jetzt sich nur noch auf mich verlässt, in Anführungszeichen. Und das ist uncool. Na, jetzt geh mal drauf. Der Letzte zu sein, bringt auch nichts. Wir schlagen uns wenigstens noch in der Form, dass ich sag, mit wehenden Fahnen gehen wir unter. So, jetzt haben wir den noch wenigstens in Brand gesteckt. Our victory is in sight. Ja, und da habe ich mich gut erwischt, aber gab auch noch 6 Treffer für die. Ja, und da war es das auch dann. Da hat er mich. 7 Zieltreffer gab es noch zum Ende hin. Von dem her, ich habe getan, was ging. Für Low Tier, glaube ich, war es trotzdem noch ganz ansprechend. 1000 XP als Niederlage. Leider kein Kill, aber 10 Flugzeuge vom Himmel geholt. Und es waren dann trotzdem 55.000 Schaden. Da geht natürlich mehr. Aber ich denke, es war eine schöne Runde trotzdem. Und von dem her kann man damit leben. Hoffentlich hat es euch auch gefallen. Bis zum nächsten Mal, sage ich, sagte Alcaramba. Und bis bald.